Servus, willkommen zurück. Heute ist der 30.06. Es ist traumhaftes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. Ideal, die Trauben wachsen momentan wie verrückt. Ich bin heute hier im Silvaner am Gipfeln und das zeige ich euch wie gewohnt, was es damit auf sich hat. Bis gleich. So, mittlerweile sieht der Urwald so aus und jetzt ist es an der Zeit, die oben abzuschneiden. Das bedeutet, wir gehen her und kappen die Triebspitzen, die man hier sieht. Das ist übrigens ein Zeichen, dass die aktuell sehr stark wächst. Wenn die so richtig wie so ein Krückstock gebogen ist, dann geht die Pflanze ins Längenwachstum. Das heißt, jetzt ist da richtig Energie da und die wächst richtig, macht richtig Länge und Meter eigentlich. Okay, hier haben wir den doppelten Draht und so 20, 30 Zentimeter über dem obersten Draht, Entschuldigung, da werden die jetzt abgeschnitten. Das heißt, man macht die weg. Jetzt hat die Pflanze keine Triebspitze mehr und dadurch wird jetzt die Wachstumsenergie in die Trauben umgeleitet. Die Trauben sehen so aus. Ja, die Bärchen sind so an die Erbsen groß und das Stadium heißt, die Trauben gehen in den Hang. Also jetzt beginnen die durch das Gewicht, wenn die jetzt voller werden, beginnen die sich hier nach unten abzusenken und hängen dann mehr dran. Ne? Bisher stehen die ja relativ waagrecht noch von den Trieben ab. Genau. Wie gesagt, so schaut das Ganze im Moment aus. Wenn man es dann gemacht hat, drehe ich mich kurz um. Da unten ist mein Hightech-Werkzeug. So sieht das Ganze aus. Heckenschere, damit schneide ich das ab. Und wenn es dann gemacht ist, sieht das Ganze so aus. Genau. Ja, man könnte das auch mit einem Laubschneider machen. Das würde gehen. Ich habe hier aber relativ schmale Zeilen, 1,60 Meter. Und da sind die Geräte doch relativ breit und es wird sehr eng. Deswegen mache ich das hier noch klassisch mit der Hand. Und jetzt habe ich noch ungefähr 2 Stunden zu tun, dann bin ich hier fertig. Und euch danke fürs Zuhören, Zuschauen und wieder mal einen schönen Abend. Macht's gut!